Für einige dieser Jugendlichen ist Sport nicht gerade etwas Alltägliches. Schüler des Studienkollegs an der Fachhochschule des Mittelstandes in Schwerin aus China, Indien und Indonesien bereiten sich auf den Schweriner Nachtlauf vor. Die Idee hatte ihre Dozentin Katrin Pollack-Springer. Sie läuft auch selbst auf der 5-Kilometer-Strecke mit. Neben all dem vielen Lernen wird der körperliche Ausgleich bei den Jugendlichen oft vergessen. 17 Schüler insgesamt bilden diese internationale Laufgruppe. Einer von ihnen ist Shreyansh Sharma. Der 22-Jährige aus Neu-Delhi ist seit vergangenem Oktober in Schwerin, lernt intensiv Deutsch. Auch er wird die 5-Kilometer-Strecke beim Nachtlauf bestreiten. Tatsächlich ist es eine Weile her, dass ich diese Strecke gelaufen bin, aber ich will vor allem Spaß haben. Während sich die bunt gemischte Truppe direkt am Pfaffenteich noch ein wenig warm macht, steht eine Teilnehmerin noch auf der Bühne, am Markt im Mittelpunkt. Sportministerin Birgit Hesse ist nicht nur die Schirmherrin des traditionellen Nachtlaufes, sie läuft mit. Dabei versucht sie, die ganze Sache locker anzugehen. Also ehrlich gesagt, ich habe so wenig trainiert. Ich habe so ein bisschen Respekt jetzt vor der Strecke und vor dem Lauf. Aber es ist eine super Atmosphäre und es ist wirklich ein toll organisierter Lauf. Also großes Kompliment an Micha Kruse. Das ist wirklich einzigartig, was hier auf die Beine gestellt worden ist. Und darauf freue ich mich. Punkt 20 Uhr, der Startschuss für die Hauptläufe. 5, 10, 15 und 20 Kilometer können gelaufen werden. Dazu gibt es Staffeln und Teilnehmer im Nordic Walking. 300 Kinder waren vorher schon bei den Schülerläufen dabei. 900 Starter gingen im Hauptfeld auf die Strecke. Die Strecke, sie hat sich bewährt. Mit der Umrundung des Pfaffenteichs und dem Durchqueren des Schlossgartens sehen die Läufer einige der schönsten Ecken von Schwerin in der Abendstimmung. Seit dem letzten Jahr erfolgt der Start nicht mehr am Südufer des Pfaffenteiches, sondern auf dem Marktplatz. Beim vergangenen Nachtlauf noch eine Notlösung, da am Pfaffenteich gebaut wurde. In diesem Jahr eine ganz bewusste Entscheidung. Auf jeden Fall die Gemütlichkeit erstmal hier am Markt und natürlich auch, dass ich viel Ruhe habe zum Aufbauen und das ist eben das Schöne. Viele Hobbyläufer haben den Nachtlauf schon lange in ihrem Kalender drin stehen. Hier sind fast überall Zuschauer an der Strecke und feuern die Teilnehmer an. So ein Stadtlauf ist für die Organisatoren immer wieder eine logistische Herausforderung, die aber mit Feuerwehr und Polizei fast schon routiniert absolviert wird. Eine Sache kann vorher nicht organisiert werden. Da muss aus Glück vertraut werden. Ja, also wenn wir erstmal über das Wetter sprechen, also besser geht's gar nicht. Das erste Mal, dass wir traumhafte Bedingungen haben. Es ist jetzt am Abend so ein bisschen windig geworden, ein bisschen kühler, also optimale Bedingungen. Die Gruppe der Fachhochschule des Mittelstandes zog sich während des Laufens ordentlich auseinander. So unterschiedlich die Fitnesswerte der Schüler. Deutschlehrerin Katrin Pollack-Springer war froh darüber, wie ihre Schützlinge mitgezogen haben. Und das, obwohl einige von ihnen am Tag vorher noch 14 Kilometer gewandert sind. Wir waren erstaunt, dass doch viele sich begeistern konnten für diesen Lauf. Und einige waren richtig gut, weil sie auch Fußball spielen am Wochenende. Wussten wir gar nicht, dass sie so fit sind. Kurz nach der Sportministerin kam, mit ein wenig Orientierungsschwierigkeiten, Shreyansh Sharma ins Ziel. Der junge Mann, der später Meeresbiologie studieren möchte, schien auch noch nicht vollends außer Atem. Die Strecke durch die Stadt ist sehr schön. Die Atmosphäre ist beeindruckend, alle unterstützen. Ich liebe die Menschen, ich liebe die Atmosphäre. Schön zu sehen. Für das kommende Jahr gibt es die Idee, beim Schweriner Nachtlauf einen internen Wettkampf verschiedener Standorte der Fachhochschule des Mittelstandes durchzuführen. Die Schweriner Schüler hätten dann auf jeden Fall Heimvorteil.